und herzlich willkommen bei Boxer Bus Garage. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zunächst einmal muss ich euch sagen, meine Stimme ist wahrscheinlich immer noch nicht wieder die beste, denn ich habe gerade 4 Tage Schützenfest hinter mir und bin eigentlich noch K.O., habe mich gestern ein bisschen ausgeruht, aber nichtsdestotrotz muss es ja weitergehen am T3 Offroad Projekt und damit soll es auch weitergehen. Ich habe da hinten schon ein Riesenstück großes Holz liegen. Das ist sogenanntes, ich weiß nicht, wie es heißt. Wird für Schrankrückwände genommen. Ich weiß normalerweise, wie es heißt, aber ich vergesse den Namen ständig von dem Ding. Naja, soll auch egal sein. Und zwar wollen wir daraus Verkleidungsteile bauen. Denn, wie man sehen kann, habe ich ja die Türpappen schon fertig. Die Türen werden natürlich noch nachlackiert noch, weil man durch diese oder an dieser Türpappe ein bisschen vorbeigucken kann, weil das keine Originalen sind. Hier sieht man das, die sind schon ein bisschen älter. Deswegen sind die nicht mehr ganz gerade und schließen nicht mehr ganz ab. Und damit man dann nicht das Hellgrün darunter sieht, werde ich noch mit einer Dose Lack einmal die Türen nachlackieren, zumindest die ersten 20 cm, dass man den Lackunterschied nicht sieht. Aber darum soll es gar nicht gehen. Und zwar, seht ihr, haben wir hier noch ein bisschen was, was nicht verkleidet ist. Und zwar unsere zwei hinteren Seitenteile und unsere Küchenzeile. Und das werden wir in diesem Video angehen. Wir werden uns aus diesen Pappen, werden wir uns halt unsere Verkleidungsteile bauen. Habe ich schon mal gemacht, Video dazu einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken, werde ich verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Und ja, wir haben ja wie gesagt schon mal früher sowas gemacht. Jetzt werden wir es ein bisschen anders machen. Und zwar haben wir das ja hier in dem Blauen auch schon mal gemacht. Hier ist übrigens meine Sitzbank drin, denn ich habe hier schon ja ein bisschen was vorgearbeitet. Habt ihr da gesehen, die Sitzbank raus und das Schlafgestell rausgemacht, damit wir da vernünftig arbeiten können. Auf jeden Fall habe ich mir hier damals Türpappen von jemandem besorgt und habe die dann übernommen, die Schablonen. Das war aber nicht so groß passgenau, deswegen sitzt das nicht alles hundertprozentig. Für den Blauen hier war mir das damals egal. Aber bei dem Offroad-Projekt will ich wirklich penibels darauf achten, dass alles wirklich Taco ist. Und dass, wenn dieses Auto irgendwann fertig ist, der einfach irgendwo steht und die Leute dann vorbeilaufen, denken sich, alter Schwede, gut gemacht. So, und ich war ganz clever und habe gesagt, ich nehme mir einfach die Türpappen bzw. diese Verkleidungsteile aus dem Multivan. Wenn ihr Interesse daran habt, ich habe beide Teile, dieses Teil ist jetzt nur für die Seite, aber ich habe auch das andere Teil mit der kompletten Verkleidung und dem Klapptisch. Also wenn jemand sowas braucht, einfach mal auf Instagram sich melden bei mir, dann wird sich schon ein Preis dafür, gehe ich mal von aus, gefunden werden. Ich wollte das in dem Fall durchgehend haben, damit ich nur eine Pappe habe und ich würde sagen, ich schnack nicht lange, wir fangen direkt an. Und werden dann einmal hier alles auftragen und dann ausschneiden. Wir kommen höchstwahrscheinlich so gerade eben für die drei Teile mit aus. Ich habe für die Platte jetzt durch den stetig wachsenden Rohstoffmangel 12 Euro bezahlt. Habe ich mal 6 oder so für bezahlt vor 2-3 Jahren. Aber naja, für 12 Euro 3 Pappen zu bauen, ist immer noch billiger als die Dinger im Internet zu kaufen. Deswegen fangen wir jetzt an, übertragen den ganzen Mist und werden dann alles ausschneiden und hoffentlich wird das alles auf Anhieb auch dann passen. Yeah, every day that's you and me. All day that's us, boo. Came through that new thing. See, I don't know I trust. Türpappe 1 ist fertig. Die nehmen wir uns jetzt direkt mit. Und dann passen wir die einmal direkt hier an. Und schauen, ob wir auch richtig gemessen haben. Aber ich glaube, wir haben mehr übrig, wie wir brauchen. Denn ich habe es mir gedacht. Wir müssen auf die Höhe. Es ist 1 Meter und ich bin davon ausgegangen, dass wir hier nur 80 cm haben. Aber das macht nichts. Wir können besser zu viel haben wie zu wenig. Also packen wir das nochmal wieder an. Messen nochmal nach.
und schneiden uns diese Pappe dann so zu, wie wir sie haben müssen. Erste Türpappe sitzt auch ganz gut. Ich werde wahrscheinlich da noch ein Stück später abschneiden müssen, entweder bei dieser oder bei dieser. Ich weiß es noch nicht genau, aber auf dem ersten Blick passt die schon mal ziemlich gut. Ich habe mich mit dem Messen ein bisschen vertan, deswegen haben wir jetzt so ein kleines Stück hier übrig. Kriegen wir bestimmt irgendwo noch verbaut. Weiter geht's jetzt mit den beiden Teilen. Dafür werde ich mir die andere Schablone jetzt erstmal wahrscheinlich ausschneiden müssen und kann dann anschließend diese verwenden, um die andere Seite zu machen. Und dann sollte das wohl funktionieren. Wir werden die natürlich dann später auch beziehen, aber erstmal passe ich alles an, schneide die aus und werde dann auch die Löcher direkt hier vorbereiten, damit wir hier mit den Clipsen dann später wieder rein können. Wichtig hierbei ist, dass ihr nicht zu dicke Pappen nimmt. Ich meine, ich habe hier jetzt 3 mm, da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Bei den blauen weiß ich jetzt gerade nicht, die sind ein bisschen dicker und da gucken die Clipse nicht richtig raus. Da musste ich die ganzen Umrandungen, wo die Clipse drin sitzen, von einer Seite von innen das Loch ein bisschen ausschälen, konusförmig, damit die Clips später auch durch die Pappe vernünftig in die Karosserie greifen, weil sonst hält das nicht und die gehen immer wieder lose. Deswegen achtet schon beim Kauf der Pappen bzw. dieses Holzes, welche Dicke ihr nehmt. Wie gesagt, ich habe 3 mm. Ich hoffe, dass das später auch passen wird mit dem Vlies da drauf. Das habe ich da noch liegen. Das ist wirklich nicht so dick. Ich habe ein sehr, sehr dünnes Vlies gewählt. Ansonsten müssen wir das mit Clipse machen, die etwas länger sind. Oder wir werden vielleicht, wenn das nicht passt, da Nietmuttern reinmachen und die dann verschrauben. Das werden wir später erstmal sehen. Aber erstmal machen wir mit den Pappen weiter, schneiden alles zu und passen die an. Too much whiskey in my red cup. Remember first day you wouldn't give it up. We had only scratched the surface. Zweite Türpappe sitzt auch. Jetzt können wir diese nehmen, um eine Schablone für die andere Seite zu fertigen. Aber ich sehe schon, dass wir hier wahrscheinlich noch ein bisschen bearbeiten müssen. Hier sind wir bis auf diese Kante. Und diese Kante, wenn man hier guckt, geht bis da. Also sprich, wir würden irgendwo hier wahrscheinlich auskommen. Auf diese Höhe. Und deswegen müssen wir wahrscheinlich dann so ein Stück von der Platte wegnehmen. Aber wir werden jetzt erstmal diese nehmen, ausschneiden. Dann werde ich mich gleich darum kümmern, wie das ausschaut mit den Ansatzpunkten hier. Wahrscheinlich müssen wir hier noch ein bisschen was ausschneiden, damit wir hier später auch an die Schrauben dran können. Dann brauchen wir nicht immer die Türpappen abmachen. Und des Weiteren werden wir dann schauen, wie wir hier diese Löcher reinbekommen für die Türpappe, dass die hält, und natürlich auch für den Halter von der Rücksitzbank sowie für die Verschraubung der Sitzbank selber. Hier ist natürlich ein bisschen lose, also ein bisschen frei. Das ist bei den alten Pappen nicht so. Bei den neuen ist das irgendwie genormt. Ich weiß nicht warum. Bei den blauen habe ich das zum Beispiel nicht. Da habe ich die ein bisschen deswegen noch extra angepasst, dass man das nicht mehr sieht. Aber soweit ich weiß, wenn ihr neue Türpappen kauft, haben die auch irgendwie so einen Abstand hierzu. Warum, weiß ich nicht. In dem roten damals waren es durchgehende bis hier dran. An dem blauen hatte ich das dann extra gebaut, dass das wirklich so passt. Wahrscheinlich ist das einfacher zu produzieren wie diese Rundung. Deswegen, da ist ein bisschen Anpassungsarbeit dann auch vonnöten. Das muss euch auf jeden Fall klar sein. Aber machen wir jetzt erstmal die nächste Pappe fertig. See, I don't know you at all, but I'm about it. If you about it, don't
if you're involved. Cause I'm about it, if you about it. Don't act like you are doing a favor. But honestly, I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later. So I'm about it, if you about it, yeah. My head has been spinning, I might need a minute. I've been dying to kick it, so just come with if you with it. And this game that we're playing, you want me but won't say it. If I told you I'm leaving, you would be so devastated. And I don't want no bullshit excuse. Like you ain't got no time for me, as if that shit was true. Just tell me how it is, how you want it. If you're down, wanna summit, I got plans and you're one of them. Not trying to pretend. See, I don't know you at all, but I'm about it, if you about it. Don't give a fuck if you're involved, cause I'm about it, if you about it, yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm about it, if you about it, yeah. Hold up, did you really think I'm about it? Say she wanna leave but it's way too crowded. But I'll vibe with you, I'm playing games, I ain't trying to lose. And if I take you back, I'ma kiss your neck. I could be your now, I could be your next. I could be the one to relieve your stress. When we talk about sex, she unzip that dress. Bless, maybe one day I could take it. Give it to me cause I'm tired of waiting. I'm like the latest, number one play on your playlist. Don't trip if these other girls play it. And I don't like to fight, you're the type that I'd like to wife. Guy feeling like life is nice, at the movies eating Mike and Ike's. And if the price is right, then I guess I'm bout it. See, yeah. I don't know you at all, but I'm bout it, if you bout it. Don't give a fuck if you're involved, cause I'm bout it, if you bout it, yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm bout it, if you bout it, yeah. Champagne for breakfast, first things first, never put you... Türpappen sind verbaut, wie man unschwer erkennen kann. Bank ist endlich wieder drin. Ich habe mir gerade auch noch die Mühe gemacht und habe meine Leiste hier vorne angeschlossen, so wie das letzte Laminatteil, was mir gefehlt hat. Hier vorne müssen wir uns noch eine Kleinigkeit überlegen, wie wir das hier verdecken. Muss ich mir vielleicht selber aus Alu noch eine bauen. Ich schaue mal, was ich dazu mache. Auf jeden Fall werde ich das Video an der Stelle beenden. Wir sind soweit fertig. Wir müssen nur noch die Türen ein bisschen auslackieren und dann könnten auch die Türpappen für die bei den Fahrertüren, also für die Fahrer- und Beifahrertür wieder dran, dann wären wir mit der Innenverkleidung soweit durch. Wir werden wahrscheinlich später, habe ich schon mehrmals gesagt, hier diese Seiten noch alle filzen. Aus dem einfachen Grund, damit man die Schweißstellen hier an dieser Seite nicht mehr sieht, weil vielleicht kann man sich daran erinnern, dieses ganze Teil habe ich ja selber hier in diesen Bus eingeschweißt, weil das gefehlt hatte. Naja, ich bin sehr zufrieden. Natürlich ist das viel Arbeit, viel Anpassungsarbeit, viel Friemelarbeit, um solche Türpappen herzustellen. Vorlagen dafür gibt es leider nur sehr schlecht. Am besten kauft ihr euch bei eBay irgendwie ein paar alte schrottige. Das Einfachste ist natürlich, wenn ihr einen guten Satz findet, wo die Pappen noch gut sind, dass ihr die nur einfach neu bezieht. Hatte ich jetzt aber nicht, deswegen habe ich mir gesagt, baue ich mir sie selber. Ich habe es schon einmal gemacht. Ansonsten müsst ihr euch dann wirklich da viel Zeit für nehmen, dass ihr das in Ruhe machen könnt, weil sonst funktioniert das alles absolut nicht. Ich habe auch ein, zwei Stellen vergessen, wo ich dann noch nachschneiden musste und sowas. Das passiert nun mal und da sollte man auf jeden Fall viel Zeit mitnehmen. Einmal ein Crashkurs, damit ihr wisst, wie genau ich das jetzt hier alles gemacht habe. Ich habe mir einfach diese Pappen gekauft, 12 Euro wie gesagt, habe mir dann von meiner Multivan-Ausstattung die Seitenwand genommen. Ansonsten müsst ihr euch selber Schablonen besorgen. Ich würde es nicht per Hand zeichnen, habe ich schon einmal probiert, geht absolut nach hinten los und das ist mehr Arbeit. Da könnt ihr besser sagen, ihr kauft lieber bei eBay irgendwo alte Pappen, die ein bisschen runtergegammelt sind, wo die Form noch einigermaßen stimmt und nehmt die dann als Schablone oder ihr messt das halt wirklich per Hand. Alles sehr, sehr sorgfältig ab. Anschließend könnt ihr die Pappen natürlich dann zuschneiden. Wenn ihr die angepasst habt anschließend, dann könnt ihr die Löcher reinmachen für die Klipse, je nachdem, wo ihr die Klipse haben wollt, beziehungsweise wie viele Klipse ihr haben wollt. Anschließend würde ich dann die Löcher bohren, würde dann filzen oder mit Leder beziehen, je nachdem, wie ihr das möchtet. Und anschließend dann
könnt ihr die verbauen. Es ist sehr viel Aufwand, ich kann es nur wieder betonen, aber wenn man sich da reinbeißt und wenn man da ziemlich viel Bock drauf hat, was selber zu bauen, dann ist das gar kein Problem. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Würde mich sehr darüber freuen. Natürlich nicht vergessen, die Glocke hier unten einzuschalten. Und damit ihr keinen Content mehr von diesem Restaurationsprojekt verpassen könnt. Denn in den nächsten Videos soll es zum Lackierer gehen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace, bis zum nächsten Mal und ciao. Second girl, don't be stressing, I forgot to mention I'm bad about it, don't be offended. I fucks with you cause you're down to earth. Got an ounce of perp if you're down to burn. You got a plan and you're still in school. Or you got a man but that shit is cool, right? And if you'd like, you can stay for the night. Don't stay for the love, don't stay for the life. Know my name, then say it to me twice. Let me hear that shit, let me see that shit. You could be the one if you wanted to. Or you got games, you could keep that shit. Girl, come and let me know what you wanna do. Babe.